Hallo. Met zorgen rinden ommachen. Und genau auf die Rinde noch verschiedene Sachen, zum Beispiel Blätter oder Steine oder Gräschen. Ja! Ich habe 30 Punkte! Und dann hier unten haben wir Steine gesammelt. Steine und Blümchen, Storchenschnabel, Farn. Ja, das ist Brennnessle. Farn. Du musst die anlegen, dass sie nicht brennt, Nili. Erst muss man schmeißen und dann, wo das geht, muss man dort drauf kumpen. Ja. Springen oder wie? Kumpen. Kumpen, okay. Dann ist mit beiden Beinen. Nein. Ah, sie darf sie nur eins Bein. Dann wird's zurück. Liebe Kinder, die Schlüssel. Gehören zu einer gelben Kiste. Wenn ihr sie findet, könnt ihr sie öffnen und immer zwei Kinder zusammen können zwei Aufgaben lösen. Hinweis, sucht etwas grosses Rotes im unteren Stock. Grosses Rotes? Ja, nur mal ruhig, Schlüssel. Jetzt kommt der grosse Moment. Oh yeah! Jetzt hat es ja geheissen, immer zwei zusammen können eine Aufgabe machen. Komm, wir zu 13. Das 13. Ich mache das 18. Das ist das 13. mit der Rohrpost. Also, das ist die Dope. Wir wollen die Rohrpost machen. Ich möchte schon das 18. Du möchtest, mit wem zusammen möchtest du telefonieren? Mit Nora. Zwei sind da und zwei sind dort. Unge auf einem Sessel, blauen Sessel. Und die Kamera ist in uns ist dort oben. Dort oben, und dann tut uns im filmen. Dann kommt es in den Fernsehen, dann tut es dort unten. Dann geht es dort unten im Fernsehen. Dann ist zusammengeschnitten. Links. Aufmachen. Watch out, das ist der Shop im 10. Mhm. Ist das Friedhofslieb? Sicher nicht. Hä? Ist das Friedhofslieb? Das ist bei mir Szene 4. Kopf, Kami. Szene 2 ist das 10. 10, ja. Was machen wir heute? Positiv oder negativ? Was kannst du aussuchen?
Ich würde gerne noch das Positive üben, weil das Negative habe ich glaube ich gute Bilder. Beim Positiven muss ich auf den Schluss und noch den Sprung noch so. Der Positive ist auch, das positive Ende ist auch schwieriger als das Negative. Ja. Das hat mir auch aufgefallen. Vor allem beim Negativen hat es viel klarere Bilder. Darum wollte ich das Positive noch ein bisschen üben. Aber du hast gesehen, ich habe Pausen gemacht, ne? Ich habe neue Pausen drin. Aber das gefällt mir eben nicht. Ich würde das gerne selber können machen. Nein, nicht deine Pause. Deine Pause habe ich nichts gemacht, groß. Jetzt muss ich arbeiten. Die Leute im Tram stinken immer. Nach Einsamkeit, Frust und Stress. Mit dem Schritt in die Küche vom Schweizerhöfli schmeckt es genauso. Klappern zum Besteck, greifen ins Bett, summen den Abzug. Piepsen die Mikrowellen, heiße Herdplatten, brutzeln die Pfanne. Der dicke Streng Koch. Das dreckige Geschirr häuft sich um den Berg. Und keine funktionierende Spülmaschine. Es ist harte Arbeit für einen beschissenen Lohn. Tante Mona. Die Tante Mona. Und vor mir mit kreuzen Beinen, wunderschön gekleidet, mit perlenweißen Zähnen, vor mir auf dem Sessel sitzt. Sie hat wahrscheinlich nach dem Aufräumen von der Wohnung den ganzen Vormittag Zeit, kann sich bereit machen. Ihre kastanienrot gelockten Haare, voluminös aufgesteckt, die sie mit verzierten bordeauxroten Haarklemmerchen befestigt hat. Die Bluse war gestern dann noch im Jolino ausgestellt, ein wunderschönes Korall, mit leichter Muscheln aufgesteckt. Es ist sehr Körperbeton genäht worden. Es hat ein schönes Dekolleté. Der Weitausschnitt betont ihre grossen Brüste, die jedem jungen Mann einfach ein zuckersüßes Ohr flüstern. Bitte leg zärtlich liebend deine Hände auf meine Brüste, um ihre wildfeurige, nach körperlich liebende Sehnsucht zu stillen. Tante Mona. Tante Mona, sie legt viel Wert auf Details. Aber parallel merkst du einfach auch, dass sie das Leben, was sie mit ihrem Mann aufgebaut hat, einfach zufrieden ist. Es ist okay. Und es zeigt, dass ihre Träume einfach nur Träume im Kopf bleiben. Scheiße, wer auch vorne ist vor dem Traum? Ich Traum ist hineingefahren, es ist schon 5 ab 4. Stand auf die Idiot, es geht jetzt nicht um dich, ich muss Risiko abholen, bitte! Also, wir haben hier so einen Nagel reingesteckt und hier ist genau Bern. Und dann haben wir von Bern einen Abstand gemacht bei unseren anderen, so zum Beispiel andere Länder, zum Beispiel Italien oder Pristina oder Hamburg. Und dann machen wir es so, mit uns so einen langen Stock hier und dann mit Nägeln zu tun. Und dann sieht es so aus wie ein. Wie sagt man das? Wegweiser! Ist, dass andere Kinder auch Spaß haben. Dass andere Kinder auch beim Mali festkommen und so Sachen. Also. Am Anfang habe ich noch, aber das sage ich, es geht alles um Geld. Also bevor ich anfange, habe ich noch so etwas, also nicht sage ich, ich würde sagen, so, es geht alles um Geld, aber in dem Moment, wo du da auch hier fragst, also in dem Teil da. Okay. Dann tun wir das am Schluss rausschneiden und auf eine Effektspur fallen. Vielleicht dann mit dem gleichen Effekt wie im Refrain für etwas Ähnliches. Es geht alles um Geld. Es geht alles um Geld. Es geht alles um Geld. Geld. Es geht alles um Geld. Es geht alles um Geld. Es geht alles um Geld. Ey, gib mir nachher Rap wie ein Star, doch ruhig nachher mach ich sie klar. Was sind die Stars, der richtige Rap, richtige Slam, braucht was Geld. Und für die Leute mach ich Tracks, denn die Menschen sind für nichts egal. Über was er Rap, wirst ich sag. Es geht alles um Geld, wie in die Rap. Mit Flow, Respekt, ja mit Frau. Und eine Haare des Vers. Das hat mir gefallen.
Also, vom Sound her, ich weiß nicht so recht. Komm, lass es mal mit der Musik. Und für die Leute mache ich Tracks, denn die Menschen sind für Leute gold. Über was er rappt, was ich sag. Ich habe noch eine Frage, schau dir da, wir sagen ja da am Schluss Rap Lord. Ja. Rap Lord, ob man das so Effekt kommt dazu wie zum Beispiel Telefon oder so. Der Effekt. Kein Problem. Wir bauen hier eine silbrige Laterne und wir dürfen drauf glimmern und so und so. Und so und so. Und so und so. Ja, wir dürfen viel Schmuck drauf tun. Und ja, kommt das ins Fernsehen. Und jetzt tue ich noch das hier drin kleben. Und die Kette kommt hier drauf.